Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind schon wieder mal als Killer unterwegs. Das war's Clown. Den habe ich euch hier, glaube ich, noch gar nicht wirklich gezeigt. Genau, der Clown hat ja die Fähigkeit, ein giftiges Tonikum zu werfen. Das die Überlebenden so ein bisschen benebelt. Da ist jemand. Der Dwight ist auch hier hinten übrigens lang gegangen. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Ja, ich hab dich doch gesehen, Claudette. Was tut ihr hier? Das ist ja jetzt komisch, was ihr hier macht. Hat sich auch nicht versucht zu befreien. Ich glaube, das Matchmaking funktioniert mal ganz gut. Ich glaube, die sind noch nicht so lange dabei. Ist schon wieder jemand gewesen. Wir gehen mal weiter. Es wurde sich auf jeden Fall geheilt. Hier ist jemand. Gerannt. Der Generator ist ruhig. Ich geh mal weg da hinten. Okay, es hat zwar nicht mal getroffen, mein Tonikum. Aber sie war verletzt. Bist du? So. Jetzt tritt man hier wieder dagegen. Hier ist ruhig. Der oben ist ruhig. Mal hier hinten. Der ist ruhig. Ich glaube, die arbeiten alle da ganz hinten in der Scheck. Füll mal direkt nach. Ich habe zwar noch genug Flaschen gehabt, aber da kann mir gerade niemand entschwinden. Ja. Hä, wo ist die denn? Hä? Wow, ich habe sie selber nicht gesehen. Der Nachteil, ne? Ich sehe die dann selber nicht. Da sind die Spuren. Au. So, Palette. Ich dachte, sie zieht da hinten jetzt die Palette, weil da war eine Palette. Aber ich glaube wirklich, dass die noch nicht so lange dabei sind. Da fühle ich mich jetzt fast schon schlecht als Killer. Ist auch jemand gerannt. Einmal dagegen treten. Der Dwight hat gerettet. Yeah.
Ja, Spieler, die schon etwas länger dabei sind, die wären jetzt da oben einfach wieder zurückgegangen. Okay, aber sie kriegen dennoch, die kriegen Generatoren durch. So ist es nicht. Ich gehe mal dort hinten gucken. Nee, der ist noch komplett zurückgesetzt. Wie sieht es denn hier mit dem jetzt aus? Der ist ruhig. Oben, der ist auch ruhig. Der ist ruhig, da müssen sie ja dort sein. Die Flasche war viel zu weit geworfen. Oh je, Mac. Nein. Ich wollte nicht durchs Fenster steigen. Die waren ein bisschen panisch, was ich verstehen kann. Vielleicht haben die auch den Clown das erste Mal als Killer. Und ich laufe hier immer gegen die Wände. So, ich glaube, sie sind alle dort hinten an dem Generator. Aber dann machen sie sich das Leben selber schwer, weil dann sind alle Generatoren auf einer Seite. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst sagen sollte. Gucken auch nicht richtig nach hinten, was ich logischerweise am Anfang auch nicht gemacht habe. Ich glaube, Dwight ist tot. So, wir nehmen die Palette direkt aus dem Spiel. Okay, da hinten wurde ein Skillcheck nicht getroffen. Ich fülle direkt wieder nach, auch wenn ich. Füll nach, habe ich gesagt. Wenn ich noch genug Flaschen habe. Ist die in den Schrank gegangen? Oh! Dann hat es geknallt, weil sie in den Schrank gesprungen ist. Okay. War hier gerade noch jemand? Hier gerade noch jemand Geräusche gemacht? Nee, das war die Claudette. Okay. Ich gehe wieder weg. Oben, der ist ruhig. Okay, sie stellt sich schon etwas besser an. Da merkt man direkt den Unterschied. Okay, sie geht ins Haus. Oh! Ich wollte die Hauswand kurz mal anschlagen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah! Aber sie ist durchgerannt. Ich bin im Feld immer ein bisschen blind. Hat sie gut gemacht? Was ist los? Wow, die ist besser. Ich habe kein Tonikum mehr. Ist
bestimmt schon hinten abgehauen und ich hab's nicht gehört. Sie rennt gerade hinter. Das war halt wirklich jetzt nicht gut gespielt von mir. Okay, hier oben bin ich auch nicht gern. Ich gehe wieder runter. Wir suchen uns jemand anderen zum Jagen. Wir sind dort hinten mitten. Ich habe nicht drauf geachtet, wo ich gerade da hinten war. Ich habe mir wahrscheinlich oder habe das Spiel wahrscheinlich gerade ein bisschen aus der Hand gegeben, da ich die Claudette so lange gejagt habe. Aber hier war nur die Mac. Wie es aussieht. Zumindest habe ich auch keine Spuren gesehen. Ich bin heute wirklich blind. Ich habe so meine Schwierigkeiten, Leute zu finden. Da sind auch Kratzspuren. Hier ist jemand. So. Ich hatte zwar noch zwei Flaschen, ich weiß. Egal. Wir füllen nach. Oh, ich habe den Clown schon mal besser gespielt. Die kann nicht weit weg sein. Vielleicht ist sie auch oben drauf. Egal, wir gehen wieder weiter. Geh wieder dahinter. Geht vielleicht sogar schon bald an. Es war zumindest jemand dran. Okay, dann gehen wir jetzt rüber. Sind jetzt ein bisschen sneaky unterwegs. Okay, wir sind da hinten. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, ist die Mac noch im Spiel? Und wer noch? Okay, hat sie aufgegeben oder? Okay, das war auch richtig schlecht geworfen von mir. Oder die spielen zusammen und die andere hat irgendwie die Luke gefunden und jetzt hat sie gesagt, okay, ich lasse mich sterben. Hier nicht gerade jemand ein Geräusch gemacht? Okay, sie hat die Luke nicht gefunden. Ich habe die Luke gefunden.
Die Situation ist richtig ätzend jetzt, wenn du der letzte Überlebende bist und du ein Tor aufmachen musst. Aber ich muss sagen, die Tore sind hier für die Überlebende gar nicht so schlecht platziert. Okay. Ich möchte diesmal niemanden gehen lassen. aber ich glaube, also das Matchmaking muss gepasst haben. Ich glaube, die waren nicht so gut. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe mich ein bisschen schlecht angestellt. Das hier ist übrigens mein Nö-Totem. Das haben sie zum Glück nicht weggemacht. Sodass ich jetzt am Ende das Nöd noch aktiv hatte. Also das. Eigentlich heißt es, niemand entrinnt dem Tod. Aber aus dem Englischen no one escapes death. Deswegen ist es Nöd, Noed. Ja. Gut. Eigentlich kann ich zufrieden sein. Ich habe alle umgebracht. Aber irgendwie fühle ich mich auch schlecht. Weil ich habe gemerkt, dass sie noch nicht so lange spielen. Genau, also Matchmaking war super. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Und ja. Wir haben es geschafft. Wir haben alle vier Überlebenden umgebracht. Wir sind ein erfolgreicher Killer gewesen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich aus dieser Folge und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!